Hey, servus miteinander. Nice to see you. Heute gibt es die ultimative Kaufberatung, wenn ihr euch einen Tesla kaufen wollt. Egal, ob es ein Model 3, ein Model Y, ein Model S oder ein Model X ist. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch auf der Webseite zurechtfindet, was es da zu beachten gibt, was für Vorüberlegungen man machen sollte, wenn man sich einen Tesla kaufen möchte. Ja, und das schauen wir uns heute zusammen an. Dieses Video wird unterstützt von Shop für Tesla, dem Tesla-Shop, wenn ihr nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug kaufen wollt. Unter dem Video verlinken wir euch den Shop. Ihr haltet 5% Rabatt auf all eure Einkäufe. Das ist der beste Deal, den ihr machen könnt. Schaut also auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Zubehör für euer Fahrzeug braucht. Eine wirklich sehenswerte Seite. Bevor man sich einen Tesla kauft, sollte man... Was ist denn das? Jetzt läuft mal die Schrift total übers Gesicht. Das sieht ja scheiße aus. Moment mal. Ja, so ist besser. Also auf jeden Fall sollte man Vorüberlegungen anstellen. Die kommen jetzt. Jetzt geht's ums Geld. Möchtest du kaufen und das Geld auf den Tisch packen? Oder ist Leasing die bessere Option für dich? Oder möchtest du eine Finanzierung finden, die auf dich passt? Denk dran, vor dem Kauf sollte die Finanzierung stehen. Warum, erkläre ich dir. Zu den Vorüberlegungen zählt natürlich, welches Budget habe ich überhaupt zur Verfügung, was für ein Fahrzeug brauche ich. Das sind natürlich Überlegungen, die kann ich euch nicht abnehmen. Das ist natürlich aber erstmal ganz entscheidend für euch. Wenn ihr bar bezahlen wollt, dann kann man das ja auch oftmals tun, indem man vorher einen Kredit aufnimmt. Euch sollte bewusst sein, dass wenn ihr den Tesla gekauft habt, dann kommt irgendwann die Rechnung von Tesla und die möchten sie dann ganz gern bezahlt haben. Also ihr solltet euch vor dem Kauf darum kümmern, dass auch eure Finanzierung steht. Sonst wird es ein bisschen blöd, wenn ihr in die Hosentasche langt und da ist gerade nichts drin. Das Geld muss nämlich komplett überwiesen werden, sobald ihr die FIN von Tesla erhaltet, also den Vehicle Identification Code, auf Deutsch die Fahrgestellnummer. Die FIN für euer Fahrzeug, also die Vehicle Identification Number, VIN, die wird zugeteilt, sobald das Fahrzeug in der Auslieferung ist, also in der Überführung zu euch, sei es auf dem Schiff oder so auf dem Transportweg, wenn es in Grünheide produziert wird. Das könnt ihr übrigens tracken. Wir haben das auf jeden Fall gemacht. Unseres kam nämlich aus Fremont in USA und ja, wir waren so nerdig und haben genau das Schiff getrackt, welchen Weg es nimmt und wann es denn dann endlich bei uns ankommt, unser Fahrzeug. Das war super spannend und ist ein bisschen nerdig, aber kann man machen. Wenn ihr euer Fahrzeug least, dann verhält sich das ein bisschen anders. Dann wendet ihr euch an die Leasinggesellschaft, über die ihr das Fahrzeug leasen wollt, oder an Tesla direkt. Das könnt ihr auf der Webseite machen. Das Fahrzeug wird dann beschafft für euch und euch, so ist ja Leasing im Endeffekt, das ist ja eine Langzeitmiete, zur Verfügung gestellt. Und nach Ablauf der Mietfrist wird es dann wieder zurückgegeben. Ob das Ganze wirtschaftlich für euch sinnvoll ist oder nicht, darüber soll dieses Video nicht handeln, das muss sich jeder selber überlegen. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber wie kauft man jetzt so einen Tesla? Es ist ja ein bisschen was anderes als bei anderen Autoherstellern. Das ist ja auch etwas, was Tesla verändert hat, die Art und Weise, wie man ein Auto kauft. Der herkömmliche Weg früher war, man geht ins Autohaus, schaut sich an, was es dort gibt, sagt, jawohl, so konfiguriere ich mir das Fahrzeug, das gefällt mir, das kaufe ich jetzt. Bei Tesla ist es ein bisschen anders. Man kann natürlich selbstverständlich nach wie vor zu Tesla gehen, aber was macht ihr, wenn ihr auf dem platten Land wohnt, wo kein Tesla-Store ist, wo ihr euch praktisch nicht beraten lassen könnt in dem Sinn? Dann kauft man das Fahrzeug eben online und das ist überhaupt kein Problem. In der modernen Welt geht das, wie wenn ihr euch eine Hose bestellt, kann man sich heutzutage ein Auto bestellen. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam, wie das zusammen funktioniert. Wir gehen auf die Tesla-Seite, tesla.com, und dann landet ihr hier auf der Startseite, wenn ihr das eingebt. Und dann könnt ihr euch aussuchen, möchtet ihr ein Model 3 haben, ein Model S, ein Model X, ein Model Y oder wollt ihr euch eine Powerwall kaufen? Oder euch übers Aufladen informieren. Das ist ja erstmal die größte Sorge, wenn man sich ein Elektroauto kauft. Komme ich überhaupt irgendwo an oder ist es dauernd leer? Hält der Akku genauso kurz wie beim Handy? Fragen über Fragen, man weiß es nicht. Und deshalb kann man sich hier informieren oder am besten einfach mal mit Tesla-Fahrern sprechen. Wir raten euch auch ganz dringend auf jeden Fall, bevor ihr einen Tesla kauft, fahrt ihn mal Probe. Das kann man. Ich zeige euch, wie es geht. Also gehen wir davon aus, wir interessieren uns für ein Model 3. Das ist ja das Einstiegsmodell derzeit bei Tesla.
Obwohl Einstieg immer so klingt, als wäre es unkomfortabel. Das stimmt aber nicht. Sämtlichste Teslas, die es gibt, sind sehr, sehr komfortabel. Wir fahren super gern damit. Das macht einfach Spaß. Schaut euch euer Wunschfahrzeug auf jeden Fall beim Händler mal an. Und wenn ihr keinen Händler in der Nähe habt, dann schaut ganz einfach, ob ihr irgendwo ein Fahrzeug mieten könnt. Das wäre eine Option. Oder fragt mal freundlich Tesla-Fahrer an Superchargern, ob sie euch das Fahrzeug näher zeigen können, ob ihr euch das mal angucken könnt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, die meisten Tesla-Fahrer sind super freundliche Menschen. Wenn man freundlich fragt, bekommt man auch eine freundliche Auskunft. Und vielleicht ist sogar da einer dabei, der sagt, Mensch, komm, fahr mal 3 Meter, dann kriegst du mal ein Gefühl dafür. Einfach ausprobieren. Wir hatten damals das Glück, wir wohnen ja hier im Rhein-Main-Gebiet, sind einfach nach Frankfurt gefahren, da ist der nächste Tesla-Store, haben eine Probefahrt vereinbart. Ja, nach dieser Probefahrt war es auch schon um uns geschehen. Der akute Kaufwunsch war da, wir haben ihn sofort gekauft, noch vor Ort im Tesla-Store. Das muss man aber nicht. Die waren weder aufdringlich noch sonst irgendwas, sondern wir waren einfach so nerdig und haben gesagt, ey, komm, da gibt es gar keine Frage, der muss gekauft werden. Und wenn ihr sagt, das möchte ich lieber zu Hause machen und möchte noch überlegen, dann zeige ich euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Also nochmal, wir gehen auf die Tesla-Webseite und dann hat man hier die Möglichkeit zu bestellen. Hier unten seht ihr übrigens, man kann auch eine Probefahrt vereinbaren. Wenn man da drauf geht, landet man auf einer Seite, auf der man alles dafür Notwendige eingeben kann. Aber gehen wir mal zurück und gehen auf Bestellen. So, das allererste, was ich hier einstellen würde, ist, wie wollt ihr euer Fahrzeug erwerben? Das macht ihr hier unten. Beispielsweise per Überweisung, Barzahlungspreis oder als Ballonkredit. Ballonkredit, da könnt ihr euch hier die Laufzeit einstellen, die Laufleistung, wie ihr es gern hättet, und dementsprechend rechnen sich dann die einzelnen Raten. Ihr könnt zwischen 36 und 60 Monaten wählen und könnt auch hier die Anzahlung eingeben, die ihr leisten könnt. Also da könnt ihr ein bisschen spielen. Wir wählen einfach mal den Ballonkredit aus bei einer Laufleistung von 20.000 Kilometern im Jahr. Und dann kann man ja einfach schauen, wie sich die jeweilige monatliche Zahlung, die ihr zu leisten habt, verändert. So, jetzt haben wir hier euer Model 3, aber jetzt muss es noch konfiguriert werden. Beachtet immer die Links, die ihr hier auf der Webseite seht. Wie viel Reichweite brauchst du? Es gibt natürlich unterschiedliche Modelle. Schauen wir uns die mal an. Die habe ich euch hier zusammengestellt. Ihr müsst euch natürlich überlegen, wie viel Reichweite braucht ihr. Das seht ihr, wenn ihr hier euer Modell auswählt. Hier 491 Kilometer mit dem Grundpreis. Wenn ihr auf das Long Range, also LR, geht, das kommt 602 Kilometer weit. Und ihr seht dann jeweils den Grundpreis und das Performance-Modell soll 547 Kilometer erreichen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn ihr aus der Verbrennerwelt kommt und euch überlegt, Mensch, ich möchte schon wissen, wie weit ich mit meinem Tesla komme, das ist so ein bisschen Augenwischerei. Keiner fährt das Auto von 100% auf 0% runter. Und dann ist das auch nur eine theoretische Reichweite. Die hängt immer von den Außentemperaturen ab, die hängt von den Wetterbedingungen ab, die hängt von der Geschwindigkeit ab, die ihr fahrt, die hängt natürlich auch vom jeweiligen Fahrzeugmodell ab, auch von der Bereifung, teilweise von den Felgen, die ihr drauf habt, oder Radkappen. Also es gibt diverse Faktoren, die darauf Einfluss nehmen, wie weit ihr kommt. Ihr müsst einfach von der Denke wegkommen, ich fahre jetzt 1000 Kilometer wie mit meinem Diesel damals. Man fährt anders mit einem Tesla oder überhaupt mit einem Elektroauto. Und zwar bewegt man sich von Ladestation zu Ladestation. Und zwar so weit, wie man eben kommt. Das zeige ich euch aber später noch, wo ihr Supercharger findet und dass ihr überhaupt keine Angst haben müsst, irgendwo unterwegs liegen zu bleiben und keinen Saft mehr zu haben. Das passiert einfach nicht. Aber kommt von der Denke weg, ich lade voll auf 100% und jetzt fahre ich hier mit meinem Performance oder mit meinem Long Range tatsächlich 602 Kilometer weit. Das wird nicht passieren. Außer ihr fahrt nur bergab, dann schafft ihr das. Aber den Berg kenne ich nicht, wo das funktioniert. Sei es drum. Ihr fahrt von Supercharger zu Supercharger. Also ihr gebt beispielsweise ein, ihr seid in Hamburg und wollt nach München. Dann berechnet euch der Tesla,
welche Ladestops ihr vornehmen müsst und wie lange ihr dort laden müsst. Oftmals sind es nur 15 Minuten Zwischenladen und dann kann man weiterschießen zum nächsten Supercharger und da nochmal 15, 20 Minuten laden. Also das ist nicht unbedingt der Nächste auf der Strecke, das kann auch der Über- oder Überübernächste sein. Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist nicht so, dass man dauernd steht und lädt und nicht vorankommt. Wirklich nicht. Also wir fahren jetzt seit über 2 Jahren Tesla und empfinden das als super angenehm und haben nicht das Gefühl, enorme Ladezeiten verbringen zu müssen. Aber das kann man auch ausprobieren, indem man sich mal einen leiht, ob man damit klarkommt oder nicht. Für uns ist das super und stört es überhaupt nicht. Ja, normalerweise macht man da mal eine Pause, wenn man lädt, geht zur Toilette, macht sich ein bisschen frisch, holt sich was zu trinken, trinkt einen Kaffee und schon ist die Ladezeit eigentlich rum. Also super wesentlich länger dauert es nicht, außer man fährt natürlich einen Verbrenner, indem man reinhüpft oder raushüpft, kurz tankt, wieder reinhüpft und weiterfährt. Das sind dann halt mal 5 oder maximal 10 Minuten, je nachdem, wie lange man in der Kasse steht. Aber mal ehrlich, wer macht denn das? Seid mal ehrlich zu euch selbst. Und manchmal macht eine kurze Pause auch einfach Spaß und ist schön, mal kurz abzuschalten, sich die Beine zu vertreten. Wenn es regnet, kann man ein Video gucken im Tesla oder ein Spiel spielen oder Musik hören oder einfach aus dem Fenster starren. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. So, sei es drum. Jetzt habt ihr euch entschieden, welches Modell ihr haben wollt. Das Model 3 Standard Range kommt knapp 500 Kilometer weit. Das Model 3 Standard Range ist praktisch der Einstiegstesla. Günstiger geht's nicht. Die Preise verändern sich immer mal bei Tesla. Was es nicht gibt bei Tesla, ist ein Rabatt. Da braucht ihr gar nicht fragen. Rabatt ist die Hauptstadt von Marokko, aber nichts, was man bei Tesla bekommt. Das sind einfach die aktuellen Preise, da geht auch nichts drunter. Außer ihr entscheidet euch nicht für ein Neufahrzeug, sondern für ein Bestandsfahrzeug. Also Bestandsfahrzeuge sind die, die sich schon mehr oder weniger in der Auslieferung befinden. Da könnt ihr auswählen, ob ihr einen Neuwagen oder einen Gebrauchtwagen haben wollt. Das zeige ich euch später noch, wie das funktioniert. Aber jetzt sind wir erstmal bei der Konfiguration eines Neuwagens. Das Standard Range Plus müsst ihr euch dann natürlich auch noch mit der entsprechenden Lackierung raussuchen. Pearl Weiß Multicoat, also ein Effektlack, Pearl White Metallic, der ist standardmäßig momentan kostenlos dabei. Sobald ihr eine Farboption wählt, seht ihr hier unten den Aufpreis. Solid Black kostet 1200 Euro, Midnight Silver Metallic 1600 Euro, Deep Blue Metallic auch 1600 Euro und die teuerste Farbe derzeit ist Red Multicoat, die liegt bei 2000 Euro. Unserer ist weiß, das gefällt uns gut. Und der nächste Punkt, der uns rauszusuchen gibt, sind die Felgen. Aero-Felgen heißt, ihr habt außen diese Radkappen drauf, die man hier in dem großen Bild sieht. Ihr könnt aber natürlich auch Alufelgen auswählen, die sehen dann so aus. Kosten hingegen, weil das 19 Zoll im Vergleich zu 18 Zoll Felgen sind, kosten dann aber auch einen Aufpreis von 1700 Euro. Aber das Tolle ist, euer Kredit wird gleich hier unten umgerechnet. Seht ihr, im Moment würdet ihr mit eurem Ballonkredit und der vereinbarten Anzahlung 364 Euro im Monat zahlen. Und schwupp, mit Alufelgen sind wir bei 383. Hier könnt ihr euch auch noch Winterreifen raussuchen. Das muss sich jeder überlegen, ob man original Tesla-Felgen mit Winterreifen benötigt. Wir haben uns für ein Fremdhersteller entschieden, weil Tesla hier ziemlich zünftige Preise aufruft und wir nicht der Ansicht sind, dass man unbedingt einen Tesla-Tee auf den Felgen haben muss. Wer sagt, das ist ein Stilbruch, er muss das unbedingt haben, der kann sich da die Winterreifen bestellen. So, für alle, die gern irgendwas durch die Gegend kutschieren und ziehen und deshalb eine Anhängerkupplung brauchen, die kann man sich hier dazu konfigurieren für 1350 Euro. Wir machen mal volle Hütte und nehmen eine Anhängerkupplung dazu. Warum denn nicht? Die kann man übrigens abnehmen, man kann sie aber auch dran lassen. So, jetzt kommt die entscheidende Frage, wie hätte man es denn gern drin? Hätte man es gern schwarz mit der holzfarbenen Leiste hier vorne? Oder macht man es wie wir, entscheidet sich für einen freundlichen hellen Innenraum? Das kann man machen, wie man will. Man kann hier auch noch weitere Produktdetails sich übrigens anschauen. Hier ist dann zum Beispiel auch der Innenraum beschrieben, der weiße. Das ist nämlich kein Leder, das ist ein veganes Material. Soweit ich weiß, wird das aus Ananasblättern erzeugt. Klingt komisch, ist aber so. Ist total weich und nimmt auch überhaupt keinen Dreck an. Also auch die weiße Variante nicht. Die Jeanshosen färben manchmal ein bisschen ab. Ich habe darüber mal mit Katrin gemeinsam ein anderes Video gemacht. Das verlinke ich euch einfach hier oben. Da könnt ihr mal schauen, wie man
zum einen einen weißen Innenraum pflegen kann und zum anderen, ob es da drin schmutzt und ob er fleckenresistent vor allen Dingen ist. Wir haben alles Mögliche draufgeschmissen. Schaut es euch mal an und schreibt vor allen Dingen in die Kommentare, wofür ihr euch am liebsten entscheiden würdet. Ja, also hier bekommt ihr alle Merkmale, die dieses Fahrzeug hat. Die Standardvariante im Vergleich zur Premium-Variante, sodass ihr direkt seht, was ist da der Unterschied. Jetzt kommt es ans Thema Autopilot. Ein Autopilot, ein grundlegender Autopilot ist bei jedem Tesla inkludiert. Es gibt aber dann zwei Pakete. Es gibt den Enhanced Autopiloten, also den erweiterten, auf gut Deutsch. Da habt ihr mit drin mit Autopilot navigieren, Spurwechselassistent, Autoparken, die Herbeirufen-Funktion und Smart Herbeirufen. Das sind Dinge, da muss man sich fragen, braucht man das, will man das, möchte man es gerne haben? Was das alles ist, das könnt ihr euch hier anschauen, indem ihr dann praktisch die Buttons drückt, auf Produktdetails geht. Da möchte ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, weil sonst wird das Video abendfüllend. Das könnt ihr selber, ich will euch nur zeigen, wo ihr es findet. So, dann kommt der Punkt, Thema volles autonomes Fahren. Alle Funktionen von Basic Autopilot und Enhanced Autopilot praktisch in einem Paket, inklusive Ampel- und Stoppschilderkennung. In naher Zukunft soll er in der Lage sein, auch autonom mehr oder weniger durch die City zu fahren und einen City-Lenkassistenten zu haben. Wir haben das gemacht, wir haben das volle Potenzial mitgekauft. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir unser Auto nicht nach ein paar Wochen wieder verkaufen wollen oder auch nicht nach ein paar Jahren, sondern wir wollen ihn wirklich lange fahren. Und das ist für uns eine Investition in die Zukunft gewesen, weil wir einfach glauben, dass der Tesla in Zukunft autonom fahren können wird oder zumindest noch wesentlich mehr können wird, als er jetzt kann. Das haben wir schon mitgekauft. Wenn ihr sagt, ich möchte meinen Tesla sowieso nur ein, zwei Jahre fahren oder drei und dann einen neuen holen, dann ist das wirklich eine Überlegung wert, ob man dieses Geld investieren möchte oder nicht. Da kann ich euch nichts zu raten. Das müsst ihr euch selber überlegen, wie ihr das am liebsten hättet. Euch muss bewusst sein, wenn ihr das Auto verkauft, das ist nicht übertragbar, dieses Paket. Das ist euer individuelles Paket. Der Nächste, der sagt, jo, möchte ich eigentlich gerne haben, der muss das über die App zusätzlich kaufen. Ihr könnt es übrigens auch zusätzlich kaufen. Ihr müsst euch dabei nicht beim Kauf schon entscheiden, ob ihr das haben möchtet oder nicht, sondern ihr könnt in der Tesla-App, die man dann auf dem Handy hat, auf dem Smartphone hat, jederzeit so etwas nachkaufen. Da das Ganze nichts anderes als ein Softwarepaket ist, was man kauft, erfolgt dann ein Update und Sekunden später kann euer Auto das. Ist echt verrückt. Ihr könnt euch zum Beispiel einen Long Range kaufen und könnt einen Beschleunigungsbooster kaufen, der euer Auto fast in den Bereich eines Performance bringt. Aber auch nur fast. Der Performance ist noch ein Ticken schneller, aber das ist schon irgendwie völlig irre, was man mit Software alles heutzutage machen kann. Also ihr kauft euch einen Computer auf Rädern und wenn ihr sagt, Mensch, da möchte ich mir gerne ein Zusatzprogramm leisten, könnt ihr das machen. So, wir machen ja volle Hütte, haben wir gesagt. Mit Autopilot navigieren ist eine wirklich praktische Sache. Er führt euch von der Autobahn runter und auf die Autobahn jeweils wieder drauf, wenn ihr beim Reisen die Autobahn wechseln müsst. Das ist ein Feature, das erschrickt uns manchmal, weil man fährt so durch die Gegend, ist im Gespräch vertieft und plötzlich fängt das Blinken an und fährt ab. Das ist ganz komisch, aber auch ganz gut, weil oftmals sind Katrin und ich dermaßen ins Gespräch vertieft, dass wir völlig vergessen, aufs Navi zu schauen und auch schon mal an Ausfahrten vorbeigefahren sind. Aber wenn man diese Funktion eingeschaltet hat, unterstützt er sehr gut. Also, wir nehmen das mal dazu, das Paket, hoch, Paket hinzufügen und lassen das volle Potenzial für autonomes Fahren mal raus. Denn ihr seht, ihr seid jetzt schon bei einer Monatsrate von 454 Euro. Dann könnt ihr euch noch einen Wall Connector dazu kaufen für 500 Euro einmalig. Könnt es aber auch bleiben lassen und im Shop vor Tesla zum Beispiel schauen. Wir haben es ja unten drunter verlinkt, da bekommt ihr noch 5% Rabatt und bekommt dort auch in allen Preiskassen Wallboxen. Preisklassen natürlich. Klasse Preis. Und davon noch von dem Klasse Preis 5% ab, ist ja noch ein klassischer Preis. Was ist denn der Plural von Klasse? Super, super Preis. Jetzt haben wir es. Mehr Rabatt gibt es nirgends. Ehrlich.
Und wenn ihr jetzt zur Bezahlung geht, dann seht ihr, das Tesla Model 3 ist im Moment in 2 bis 4 Wochen lieferbar. Das ist eine ziemlich coole Sache. Das hat auch schon mal monatelang gedauert, aber im Moment scheint es gut verfügbar zu sein. Wenn ihr dann weiter zur Bestellung geht, seht nochmal, was ihr alles bestellt habt. Sobald ihr dann auf Pay drückt, werden sofort 250 Euro fällig. Und die kriegt man normalerweise auch nicht zurück, auch wenn man das Fahrzeug stornieren sollte. Man kann allerdings schriftlich Einspruch erheben und der ein oder andere hat dann das Geld nochmal zurückbekommen. Ich würde mich aber nicht unbedingt drauf verlassen. Steht auch hier drunter, nicht rückerstellbare Bestellgebühr. Die wird aber auf den Kaufpreis angerechnet. Also das ist nicht noch ein On-Top obendrauf, sondern die wird auf den Kaufpreis angerechnet. Steht noch im Kleingedruckten drunter, ausschließlich rückerstattbar, wenn ein durch Ihren Tesla-Account gemachter Finanzierungsantrag abgelehnt wurde. Also wenn ihr über Tesla finanzieren wollt und die Finanzierung wird abgelehnt, dann bekommt ihr die 250 Euro wieder. Wir raten euch dazu, Katrin und ich, wir haben das auch so gemacht. Wir haben uns eine Bank gesucht, die sehr, sehr ordentliche Konditionen hat. Die hat es nämlich hier damals nicht. Haben uns dort die Restsumme, also wir haben einen gewissen Teil angezahlt, den hatten wir ganz einfach und den anderen Betrag haben wir über eine Finanzierung gemacht. Zu besseren Konditionen, als sie hier angeboten waren, haben uns das Geld überweisen lassen und als dann die Rechnung fällig war vom Tesla, konnten wir das ganz locker ablösen, also oder bezahlen, besser gesagt, kein Problem. Aber das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt, wie ein Dachdecker zum Beispiel. So, wenn man sich die anderen Fahrzeuge anguckt, das Model Y zum Beispiel, also ihr müsst euch schon überlegen, was für ein Fahrzeug macht im letztendlich überhaupt Sinn? Einerseits sind es Vorlieben, die man hat. Im Model Y sitzt man zum Beispiel höher. Man hat wesentlich mehr Laderaum als im Model 3. Bequemer würde ich nicht sagen, dass er ist, weil vorne gibt es sich gar nicht so viel an den Maßen. Der Kofferraum ist halt einfach größer und man hat eben diese Hutablage nicht wie beim Tesla Model 3. Also wenn ihr öfters große, sperrige Dinge durch die Gegend fahrt, einen Kühlschrank zum Beispiel oder dergleichen, den kriegt ihr beim Model 3 nicht rein. Außer ihr zersägt den Kühlschrank, aber dann kühlt er nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Wenn ihr sagt, die Hutablage stört mich, dann müsst ihr ein Model Y nehmen. Wenn ihr Platz für 7 Leute braucht, dann braucht ihr sowieso ein Model X, weil da könnt ihr sogar bis zu 7 Sitze konfigurieren. Das soll im Model Y auch irgendwann mal gehen, geht aber bis dato noch nicht. Momentan gibt es den als 5-Sitzer und das Model X könnt ihr als 6-Sitzer oder als 7-Sitzer konfigurieren, je nachdem, wie ihr Platz haben wollt. Schauen wir nochmal auf die Reichweiten. Also ihr seht, das Model Y hat etwas geringere Reichweiten als das Model 3. Das liegt schlicht und ergreifend daran, er ist ein bisschen hochbeiniger, ist ein bisschen voluminöser, das Fahrzeug, und dementsprechend hat er einen ganz einfachen, schlechteren Luftwiderstandsbeiwert. Der CW-Wert ist einfach nicht ganz so toll wie beim Model 3, der ist super effizient, aber was soll's. Dafür gibt es ja noch die Alternative, wenn man es wieder super effizient haben will und auf dem neuesten Stand der Technik, weil das Model S ist gerade überarbeitet worden, dann kann man sich auch, wenn man das nötige Kleingeld hat, für ein Model S entscheiden. Ihr seht, das Standard Model S hat eine Reichweite von 634 Kilometern und fängt bei 112.000 Euro an. Man kann aber auch, wie es momentan wohl viele Menschen machen, sich ein Model S Plaid kaufen. Das ist irgendwie ein extrem cooles Auto, was unglaublich schnell beschleunigt. Da liegt man aber bei 137.990 Euro. Und ihr seht, die Auslieferung ist dann April bis Juni voraussichtlich. Da weiß man nichts Genaues. Beim Model Y stehen momentan auch keine Lieferzeiten. Das ist übrigens Stand jetzt, ne? Also wir haben jetzt den 7. März 2023. Wie es nächste Woche aussieht, weiß ich nicht. Drum empfehle ich euch, schaut einfach auf die Webseite. Da seht ihr ganz genau, wie lang die Lieferfristen sind. Seid euch aber bewusst, die können sich manchmal verschieben. Also es gibt durchaus Leute, die haben Model S Plaid bestellt, hätten es schon längst haben sollen und die Lieferzeit verschiebt sich immer weiter nach hinten. Also wenn ihr auf das Auto angewiesen seid, euer altes schon mehr oder weniger verkauft oder verschrottet habt, dann ist das blöd und schlecht kalkulierbar. Da solltet ihr euch eine Lösung für überlegen. Wenn ihr sagt, Mensch, ich kann warten auf das coole Schiff, dann wartet. Wenn ihr sagt, ich brauche es ganz dringend, 2 bis 4 Wochen, das ist schon gerade die Zeit, wo ich warten kann, dann entschließt euch für ein Model 3. Und das ist übrigens wirklich cool, dass das so schnell geht. Schaut mal bei anderen Herstellern, die Elektroautos bauen, da wartet ihr teilweise viel, viel länger, weil man eben nicht in so großer Menge produziert hat.
Aber es ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Wenn einem ein Tesla nicht gefällt, sondern ein anderes Fahrzeug, dann wartet man dann natürlich auch gerne drauf, weil man da einfach Bock drauf hat. So ist das. Wenn ihr ihn schneller braucht, könnt ihr euch hier auch schnellere Optionen anzeigen lassen. Und hier könnt ihr euch dann genau raussuchen. Ihr seid nämlich hier bei dem Vorführ- und Neuwagenbestand. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass ich euch das noch zeigen will. Hier könnt ihr euch überlegen, was wollt ihr denn haben? Also wir sind beim Model 3. Neu soll es sein, weiß soll es sein. Es soll diesmal mal ein Long Range sein. Die Long Range haben übrigens im Vergleich zu den Standard Range Fahrzeugen auch Allradantrieb. Die Standard Range haben lediglich Hinterantrieb. Also wer auf Allrad angewiesen ist, der muss zwingend Long Range oder Performance nehmen. Da gibt es übrigens eine tolle Seite, die ich euch nochmal zeigen will, im Shop for Tesla, beim Tesla-Ratgeber. Wenn ihr auf die Seite von Shop for Tesla geht, ist das die Startseite. Und wenn ihr hier auf den Tesla-Ratgeber klickt und hier, wie kaufe ich meinen Tesla beispielsweise, habt hier unten die Vergleiche der einzelnen Fahrzeuge. Das ist super spannend, denn da könnt ihr die Ausstattungsdetails im Überblick sehen, und das ist auf der Tesla-Seite nicht so schön konfiguriert. Also das ist wirklich eine sehr hilfreiche Seite. Schaut da einfach mal rein. So, hier könnt ihr euch jetzt aussuchen, wollt ihr 19 Zoll Felgen oder gar 20 Zoll Felgen drauf haben? Welches Paket wollt ihr dazu haben? Enhanced haben wir ja gesagt. Die Innenraumfarbe weiß. Oh, und da wird es schon eng, da ist keiner da. Schwarz gibt's. Das Tolle ist, er zeigt euch nicht an, dass keiner da ist, sondern er zeigt euch Alternativen wenigstens an. Das ist viel befriedigender, als eine leere Webseite anzugucken, weil jetzt kann man sich überlegen, jo, nehme ich ihn in Schwarz oder in Grau Metallic oder in Blau oder nochmal in Blau. Was mache ich denn? Zu jedem Fahrzeug könnt ihr euch dann hier noch Einzelheiten anzeigen lassen und könnt hier auch noch nachkonfigurieren, was ihr wollt, aber dann wird natürlich ein anderes Fahrzeug draus, weil ihr würdet ja das Bestehende hier verändern. Also das geht natürlich nicht. Ihr seht auch, wo der Auslieferungsort ist. Das hier wäre in Hamburg-Wandsbek. Ja, und wenn ihr dann zur Bezahlung geht, dann kriegt ihr auch relativ schnell Post, dass ihr euer Auto abholen könnt. Das ist jeweils der schnellste Weg. Einen wirklich spannenden Link möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Nehme ich hier oben. Wenn ihr da drauf geht auf mehr Informationen, dann landet ihr auf dieser Übersichtsseite und kriegt einen Link zur Supportseite. Und das ist ganz toll, auf der Supportseite seht ihr nämlich die CO2-Emissionswerte und den Stromverbrauch der einzelnen Fahrzeuge in Gegenüberstellung. Also Model S, Model X, Model 3 und Model Y. Hier oben auf der Webseite, da findet ihr ebenfalls nochmal eine Supportseite, wo ihr euch komplett nochmal über die Fahrzeuge informieren könnt. Also über das Thema Software-Updates, wie lädt man an Superchargern, wie lädt man zu Hause. Tesla Schutz- und Sicherheitsmerkmale. Thema Autopilot. Häufig gestellte Fragen zur Fahrzeugübergabe. Auch Anleitungsvideos findet ihr hier auf dieser Supportseite. Oftmals ist es ja so, da möchte man sich über die Fahrzeugabmessungen informieren. Das könnt ihr auch ganz einfach machen. Am leichtesten ist es in der Regel, wenn man ins Handbuch geht. Wo findet man das Benutzerhandbuch? Ganz einfach. Ihr geht, wenn ihr hier auf der Startseite seid, geht ihr zu eurem jeweiligen Fahrzeug. Wir sind jetzt hier beim Tesla Model 3 und klicken einfach hier oben nochmal aufs Model 3. Denn da erfahrt ihr über das jeweilige Fahrzeug alles, was ihr wissen wollt oder sehr, sehr viel zumindest. Und wenn ihr jetzt nach unten scrollt, dann wird die Sicherheit näher beschrieben des Fahrzeuges, die Beschleunigung näher beschrieben. Achtet übrigens immer auf diese Plus-Symbole, die hier auf den Seiten sind, weil da gibt es noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Und da haben wir das Benutzerhandbuch. Hier unten auf der Webseite seht ihr es jetzt. Und wenn ihr da draufklickt und dann auf technische Daten geht, dann habt ihr hier die Abmessungen des Fahrzeugs. Sowohl Außen- als auch Innenabmessungen und die Ladevolumina. Noch schneller geht es, indem man einfach zum jeweiligen Fahrzeug so sucht. Ihr gebt jeweils den Suchbegriff in eure Suchmaschine ein. Wollen wir mal zum Beispiel die Abmessungen Tesla Model Y suchen. Und dann habt ihr schon den Treffer hier, den zweiten Model Y Owner's Manual. Hier kriegt ihr die Außenabmessungen angezeigt, aber wenn ihr hier drauf geht, landet ihr direkt wieder im Owner's Manual. Seht hier oben, hurra, ich bin tatsächlich beim Model Y gelandet und habe die gleichen Informationen auf noch schnellerem Weg gefunden.
Ja, jetzt noch etwas in eigener Sache. 73% unserer Zuschauer haben unseren Kanal noch nicht abonniert. Für uns ist es aber super wichtig, das ist das Dankeschön und lässt auch unseren Kanal wachsen. Also wenn ihr Lust habt, weiter solche Videos zu sehen mit allerlei Informationen rund um Tesla, rund um die Elektromobilität, rund um Dinge, die in der Zukunft geschehen, dann seid so lieb, lasst uns bitte ein Abo da. Wir sind jetzt kurz vor den 4000 Abonnenten. Wir hoffen, das werden wir relativ zeitnah schaffen und hoffen, dass wir dann auch bald den Sprung zu den 5000 geschafft haben. Das wird uns richtig happy machen und wir bedanken uns dafür mit immer wieder neuen Videos. Herzlichen Dank. Also drückt unten auf Abo und gerne auch auf die Glocke. Dann erfahrt ihr nämlich immer sofort, wenn es was Neues von uns gibt. Dankeschön. Danke, dass ihr wieder unseren Kanal eingeschaltet habt. Wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat. Seid so lieb, hinterlasst uns unter dem Video Kommentare. Gerne auch Ideen, was euch sonst noch interessieren würde, was wir für Videos drehen könnten. Beteiligt euch gerne daran. Tauscht euch rege aus unter den Videos. Das ist immer wichtig, denn hier soll eine Community immer weiter wachsen, wo man voneinander partizipiert, voneinander Ideen bekommt, voneinander lernt und vor allen Dingen sich positiv miteinander austauscht. Wir freuen uns, von euch zu hören. Dankeschön. Schaut euch gerne noch andere Videos von uns an. Hier haben wir mal zwei interessante verlinkt. Viel Spaß beim Anschauen.